Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play 9. 9 ist ein RPG-Maker-Spiel, mal wieder, aus dem Jahre 2010 von Tusawa. Zumindest ist das sein Username in dem RPG-Atelier. Und es ist, wie ihr vielleicht an dem Bildschirm hier im Startmenü schon erkennen könnt und an der unruhigen Klaviermusik, mal wieder aus der Horrorrichtung. Allerdings ist es kein neues Let's Play-Projekt von mir. Tatsächlich habe ich es schon im Oktober letzten Jahres aufgenommen. Also alles, was ihr jetzt ab Folge 2 sehen könnt, ist quasi eine Aufnahme von damals. Und ich hatte mich dann halt aus verschiedenen Gründen dagegen entschieden, es hochzuladen. Also es sollte eigentlich das Halloween-Special werden und ich hatte halt das Problem, dass ich irgendwie in der letzten Aufnahme ein bisschen Tonprobleme hatte. Da ist meine Stimme halt ziemlich leise, was allerdings eigentlich nur in der letzten Folge so richtig zu hören ist und mich persönlich ganz schön gestört hat. Und zum anderen war es halt so, dass ich während des ganzen Let's Plays mich vielleicht ein bisschen zu sehr auf die Stimmung eingelassen habe. Ich habe ja, an den ein oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen zu übertrieben ängstlich oder hysterisch reagiert, fand ich zumindest, als ich es halt damals angeguckt habe. Und habe mich dann halt deswegen entschieden, es nicht hochzuladen und kurzfristig noch ein anderes Halloween-Special aufzunehmen, was dann The Apartment war. Ja, allerdings habe ich es jetzt halt nochmal geguckt und halt auch mit jemandem zusammen und habe mich ein bisschen drüber mit ihm unterhalten. Und eigentlich ist es halt schon ein bisschen schade um die Mühe, die dahinter jetzt gesteckt hat und um das Spiel auch an sich, weil eigentlich ist es halt wirklich ein ganz nettes Spiel. Es ist atmosphärisch sehr, sehr gut und erzählt auch eigentlich eine ganz nette Story. Und deswegen habe ich mich jetzt doch entschieden, es hochzuladen, und ich hoffe einfach mal, dass diese kleinen Sachen, die mich da gestört haben, also vor allen Dingen halt meine etwas zu leise Stimme in der letzten Folge, dass das nicht so ausschlaggebend ist für euch, wenn ihr es euch jetzt anguckt. Und was solltet ihr jetzt vielleicht auch noch wissen? Also es war halt damals wirklich das erste RPG-Maker-Let's Play, was ich gemacht habe. Sprich, ich bin noch ein bisschen, muss noch ein bisschen gucken, wie das alles mit der Steuerung und der Interaktion funktioniert. Und ja, also wenn ich halt irgendwelche Bezüge mache, ich habe, glaube ich, einen Bezug zu The Apartment drin, dann beziehe ich mich halt da dann nur auf das Let's Play von jemand anderem, weil ich es ja selber zu dem Zeitpunkt noch nicht Let's Played hatte. Also nur für den Fall, dass ihr euch da wundert. Ansonsten ist es wie Traumfänger komplett blind, also bis auf die Eingangssequenz. Und auch unter dem Gesichtspunkt, das hatte ich halt vorher gelesen, dass gewisse Dinge zufallsgeneriert sind innerhalb des Spiels. Gewisse Maps und gewisse Schockeffekte und vielleicht auch so ein bisschen der Verlauf der Geschichte. Und darauf komme ich halt auch während des Spiels ab und zu mal zu sprechen. Deswegen möchte ich das hier nochmal kurz anmerken. Und ja, dann habe ich jetzt eigentlich genug geredet, bin ich der Meinung. Dann wünsche ich euch viel Spaß bei Let's Play 9. Ich hoffe, es gefällt euch. Und ja, dann bis in Folge 2.